Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Sherlock Holmes and the Devil's Daughter. Ja, und sowohl der gute Sherlock als auch der gute Orson Wilde, seines Zeichens Schauspieler, sind immer noch reichlich verwirrt und verängstigt aufgrund der Geschehnisse im letzten Teil. Da haben wir nämlich eine waschechte Bombe entschärft, und zwar diese hier, die durchs Fenster geworfen wurde, um einen Anschlag zu verüben. Auf wen, das ist noch nicht ganz klar. Nachdem ich euch diesen kurzen Zusammenriss der letzten Ereignisse geschildert habe, eine kurze Vorwarnung in diesem Teil, liebe Freunde, wenn ich noch weniger Skill an den Tag legen sollte als ohnehin schon, dann liegt das daran, dass ich momentan ein bisschen angeschlagen bin, habe momentan so eine leichte Sommererkältung, möchte ich einfach mal sagen, so ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, ein bisschen schlapp sein, ne? Aber für eure Unterhaltung setze ich mich trotzdem hier hin und spiele natürlich das ganz, ganz tolle Sherlock Holmes and the Devil's Daughter. Und da hatten wir, wie gesagt, beim letzten Mal bei dieser Bombenentschaffungssache aufgehört. Herr Wilde, was haben Sie dazu zu sagen? Wer wollte mich töten, Mr. Ja, das sind wir jetzt da kurz dabei herauszufinden. Und dafür, um was herauszufinden, muss man natürlich was herleiten. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt was herleiten. Wir müssen nämlich was analysieren. Aber wir können nichts analysieren, weil der Analysetisch kaputt ist. Ja? Und deswegen können wir Folgendes machen. Es war mit Absicht, aus dem Wald hat den Analysetisch und das Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers absichtlich zerstört, weil er hat noch ein Schriftstück verbrannt gehabt, weil er gedacht hat, da ist irgendwas Geheimtinte hinter drauf geschrieben. Orson Wilde wollte nur behilflich sein mit seinem Beweisstück aus der Jacke des Bombenwerfers, auch der Analysetisch aus Versehen zerstört. Ich gehe erstmal mit aus Versehen, ne? Im Zweifel für den Angeklagten sozusagen. Und außerdem haben wir noch eine selbstgebaute Bombe. Ja, die Bombe wurde mit einfachen Mitteln hergestellt. Eine Trockenbatterie, ein Wecker, ein bisschen Sprengstoff. So, genau. Und als nächstes können wir hier noch ein paar Sachen machen. Wir können wahrscheinlich mit dem guten Tobi erstmal sprechen. Gut gemacht, Tobi. Tobi hat nämlich uns Alarm geschlagen. Außerdem können wir uns unseren kaputten Analysetisch hier mal angucken. Dank diesem Wild wurde mein Analysetisch vollständig zerstört. Ja, na, so sieht's nämlich aus. So, das heißt, liebe Freunde, wir müssen jetzt Folgendes tun. Ich muss das mal kurz... Wir müssen in unseren Archiven gucken, denn, na, so viel kann ich euch schon mal sagen, der Gute, der hatte ein Beweisstück dabei, eine Art, ein Gedicht, ein Lied, Raleigh Mohawks, ein historisches Lied über den Moment, als die Amerikaner gegen die britische Herrschaft aufbegehrten. Darin wird ein geheimer Treffpunkt erwähnt, das Green Dragon. Und das müssen wir uns natürlich jetzt mal angucken, in unserem tollen Archiv. Und das werden wir jetzt machen. Genau. Vielleicht Zeitungen. Steht da irgendwo ein Datum? Nein. Dann gehen wir mal Enzyklopädien. Gehen wir mal durch. Vielleicht Kunst. Westminster Palast. Nein. Vielleicht dann... Was könnten wir denn noch machen? Was haben wir denn hier? Forschungsberichte. Orden und Medaillen, Kampfsportarten, Kriminalistik. Na, da müssen wir wahrscheinlich Zeitungen durchsuchen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Zeichen und Symbole, Verletzungen. Nee, Orden und Medaillen, Kampfsportarten, Kriminalistik. Nein, dann müssen wir wahrscheinlich Zeitungen durchsuchen. Wann war denn die Boston Tea Party? Das müssen wir mal gucken. Wir gucken mal hier. Schießerei in London. Nein. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Depp. Ich bin ein Depp. Hätte ich auch mit einer anderen... So, 1800. Erster. Tornado. Anglo-französisches Nein. Scarchos Nein. Einwanderung steigt. Banküberfall in Boston vielleicht? Nicht das, was ich. Okay, alles klar. Wellington-Einbruch? Nein. Irische Gesetzesvorlage. Blutiger Sonntag? Nee. Streik. Jack the Ripper? Finde ich sehr interessant, dass man Whitechapel-Morde. Das gehört ja irgendwie alles dazu zusammen. Am Ende ist das gar nicht das. Explosion, königlicher. Nee, das ist alles wahrscheinlich über London, kann das sein? Große Schneesturm. Big is the Story in Grey, sehr schön, das ist sowas ja auch aufgeführt, das finde ich sehr, sehr gut. Die Dalton-Bande besiegt, genau, ne. East Africa, ne. Malaya, bla 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 bla. Ne, gut, dann nochmal, Enzyklopädien, vielleicht steht da ja was über Lieder. Ökonomie, Kunst und Architektur, vielleicht Geschichte. Green Dragon, na, da haben wir es doch schon. Das in der Union Street im Norden von Boston gelegene Green Dragon war ein Lokal und zugleich beliebter Treffpunkt politischer Aktivisten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in ganz Europa zahlreiche Kopien des Green Dragon eröffnet. Eine dieser Nachahmerkneipen befindet sich in London, na wie passend, in der Nähe des Hafens im Bezirk Whitechapel. Da, gefunden. Top, da müssen wir jetzt wahrscheinlich hin, nehme ich jetzt einfach mal an. Ja? Das wäre vorerst alles. Hauen wir uns für ein paar Stunden aufs... Hauen wir uns fein. Wie können Sie schlafen, wenn man nach meinem Leben trachtet? Ja, was für ein Vogel, ja, der Orson Wilde. Was für ein Vogel. Das sind aber, ne, Künstler.
alle egozentrisch, alle ein bisschen, naja, wie soll man sagen, den hat halt einer zu oft, zu einmal im Leben einer zu wenig gesagt, du Orson, du bist gerade ein Arsch, sei mal bitte kein Arsch. You're being a dick right now. Stop being a dick. Stop being a dick. Seriously, stop being a dick. Ja, das haben sie zu wenig gemacht. Aber so ist das nun mal in der Welt. Ja, die Arschlöcher gewinnen irgendwie immer. Kann das am Ende sein? Ich meine, man sieht das ja gerade wieder immer in der Politik, na, dass die Leute, kam jetzt letztens, ich weiß gar nicht, ob es jetzt dann, wenn ihr es seht, noch aktuell ist, die Dame, die ihren Lebenslauf gefälscht hat, nicht nur leicht frisiert, so nach dem Motto, ich war gar nicht Anwältin, ich war Staatsanwältin, nee, die hat nicht mal ein Abitur. Ja, und da wird einfach gesagt, naja, schreibe ich es halt rein. Das ist so, als wenn ich jetzt sage, ich war Astronaut. Und alle so, ach, der war Astronaut? Na, dann müssen wir natürlich einstellen. Wie kommt man mit sowas durch? Ja, wird da nicht geprüft? Haben Sie Abitur gemacht? Wahrscheinlich nicht. Ich mache das demnächst auch. Ich schreibe jetzt in meinen Lebenslauf, wenn ich mich mal wieder bewerbe bei irgendjemandem, schreibe ich rein. Ich war, weiß ich nicht, ich habe Werbemillionär moderiert. Ja, so. Und ich habe einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit ganz, ganz, ganz vielen Abonnenten und ganz, ganz vielen Views. Ja, so, das schreibe ich demnächst mal rein. Und mal gucken, ob es jemand kontrolliert. Oder ob sie dann sagen, na, wenn das so ist, dann bitteschön. Hier, erstmal fortfahren. Am nächsten Morgen. Was ist denn passiert? So, wir ziehen uns erstmal um. Das ist ja morgen. Wir ziehen uns erstmal um. Wir ziehen uns erstmal unseren schönen Mantel an. Unseren coolen Mantel. Nicht wieder als Arzt, nicht als Bandit, nicht als Seelsorger. Freizeitanzug, Mantel, da haben wir's. Damit gehen wir erstmal aus dem Haus. Na, erstmal ganz wichtig. So, was müssen wir als nächstes machen? Wir müssen wahrscheinlich als nächstes... habe ich irgendwas? Mein LB-Button. Ich muss mir mal einen neuen Controller kaufen. Mein LB-Button funktioniert nicht richtig. Egal. Wir gehen erstmal hier raus. Mal gucken, was passiert. Das ist so witzig. Oh, was hat denn die gemacht? Was hast du denn Caitlin gemacht mit dem guten Toby? Aha. Wie ich sehe, hast du dich bereits mit Kate angefangen. Warum hat denn der einen Hut auf? Warum hat denn der Hund einen Hut auf? Unglaublich, wie schnell Mr. Wilde doch Vater verstanden hat. Warum redet sie über mich, als ob ich nicht da wäre? Das macht meine Mutter manchmal auch. Als ob, ich bin im selben Raum, meine Mutter redet mit anderen über mich, als ob ich bewusstlos wäre. Ja, eher immer. Egal. Das ist genau wie Vater. So stolz auf dich. Ach, da sehe ich gerade, der Furre. Guck, habt ihr es gesehen? Da unten steht er mit der Kappe. Der Orson Wilde. Was ein Fore. Und gut geschlafen, Kate? Sehr gut sogar, danke, Vater. Dieses Kind macht mich fertig. Was treibt er schon wieder? Na, er macht dich zu einer Legende. Ah, Dummkopf. Hat er jetzt Dummkopf zu Orson Wilde gesagt oder zu Kate? Nun, ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich mit Alice in den Zoo gehe. Danach essen wir etwas in der Stadt. Das gefällt mir nicht. In den Zoo? Hier bleiben sie nicht ausnutzen. Ich gehe mal mit sie nicht ausnutzen. Ich mache mal ihren schlechtes Gewissen und nicht der lieben Frau Bouvier. Sehr nett von ihr, aber es wäre mir recht, wenn du ihre Großzügigkeit nicht ausnutzt. Heute ist mein Geburtstag. Ah! Ei! Zugeben, lügen, ich glaube beides ist scheiße. Aber ich geh mal mit der Wahrheit, ne? Wer die Wahrheit sagt, ja, die Wahrheit ist in sich selbst Belohnung, sagt man ja so schön. Es tut mir leid, Kate. Wilds Besuch hat mich... Nun, hier hast du etwas Taschengeld. Ja, die Kinder kann man so leicht bestechen. Gut, ich gehe dann. Ah, sie ist trotzdem nicht. Kate. Du machst nie etwas recht. Oh, das ist gemein. Komm her. Mir reicht es, dass ich dir einfach... Oh, das ist ja gemein. Das stimmt nicht. Die Nacht war nur turbulent. Ja, Alice hat mir davon erzählt. Aber du... Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich will dich doch nur beschützen. Du verstehst gar nichts. Ich wünschte, alles würde mich... Oh, scheiße. Das ist lächerlich. Warum haben mich meine Eltern bloß dir anvertraut? Oh, jetzt wird's richtig hier plott. Kate, komm zurück. Oh, das ist ja ein ganz schöner Downer jetzt. Verdammt, so ein Mist. Diese Alice. Ich weiß nicht so recht. Es kommt mir so vor, als ob sie mit Kates Gefühlen spielt. Da Alice gerade mit Kate unterwegs ist, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, mich einmal in ihrer Wohnung umzusehen. In die Kneipe sollte ich sowieso erst am Abend. Aha, wir schnüffeln wieder an fremder Leute Sachen rum. Interessant, das mache ich natürlich gerne.
So, wer wohnt hier? Müssen wir da hoch oder was? Nee, wir müssen nach unten, ne? Nehme ich mal an. Wir sollen jetzt in die Wohnung der lieben Kate rein. Na, mal gucken. Ist das Mrs. Hudson oder was? Mrs. Hudson ist nicht da. Ach so, das ist sehr gut. Weniger Zeugen. Gewalt ist keine Option. Ich muss einen anderen Weg. Ich habe meine Dietriche. Meine. Einen anderen Weg. Das ist hier. Ein Hinterzimmer. Ein Hinterzimmer. Einen anderen Weg. Muss ich. Über den Balkon. Over the Balcony. Gehe ich da rein. Over the Balcony. Ich muss wahrscheinlich raus, weil ich dann eh nochmal auf Austin Wilde treffe. Aber wir gehen über den Balkon. Da muss ich in mein Zimmer. Und dann gehen wir über den Balkon. Ja, ja. Über den Balkon. Ha! Wusste ich's doch. Stimmt, muss ich jetzt irgendwas drücken. Nein, doch nicht. Zack, geschafft. Cool. Da sind wir drin bei der guten Miss Bouvier. Nicht Marge Bouvier, sozusagen. Sie können mehr regeln. Ja, genau. Um die, das weiß ich doch schon. Das weiß ich. Das weiß ich. Wie war es manchmal, warum? Ah, okay. Alles klar. So, das heißt, beim hinteren muss ich, beim vorderen muss ich einen nach oben. Genau. Und beim hinteren muss ich drei nach oben. Tada! Ich hab's so gerafft. Ey, ich hab's so verstanden, liebe Freunde. Das wisst ihr gar nicht. Zum Schloss müssen wir entfernen. So, und beim oberen drei. Beim vorderen und beim hinteren vier. Und bäm. Tja, liebe Freunde. Wenn man das einmal verstanden hat, ist das total einfach. Es ist total einfach. Oh, hier ist aber Duster. Oh, gleich in der Liebeshöhle gelandet. Ah, hier wird bestimmt immer schön. Oh, warum gibt's hier so? Oh, warum gibt's hier so spannende Musik? Ein Wachszylinder. Oh, ein Wachszylinder, das ist nie gut. Was kann ich hier machen? Drehen Sie die Scheiben so, dass Sie eine durchgehende Verbindung... Okay, alles klar, krieg ich hin. Das geht doch gar nicht. Ach so, da! Ah, jetzt habe ich gesehen, diese Linie. Okay, das heißt so... Doch, klar, so geht das. Und jetzt von hier nach da und nach da genau... Okay, das heißt, ich muss auch noch da. Oh, okay, es müssen zwei Wege. Es müssen alle Wege nach oben führen. Nein, doch, ja, nein, nein. Aber dann geht's ja von da nach da nicht. Interessant. Naja, gut, wir gucken mal. So müsste es gehen. Oder? Oder? So. Ach, geht auch nicht. Okay, dann muss ich jetzt ausprobieren, oder was? So. Das ist falsch. Aber das ist nicht richtig. Aber wie soll denn das sonst gehen? Muss das eine gerade durchgehende Linie sein? Was zeigt mir das an? Muss ich das dann irgendwie versuchen aufzumachen oder wie geht das dann? Das ist ja merkwürdig. Kann ich da rausgehen? Ja, ich kann da nochmal rausgehen. Drehen Sie, dass eine durchgehende Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Ende des Schlosslabyrinths besteht, um den Kasten zu öffnen. Naja, aber das hatte ich doch zwischen dem linken und dem rechten Ende. Das ist das da. So, ich... Oh, okay. Ja, Trial and Error, ne, wie man so schön sagt. So, jetzt haben wir hier Briefe. Meine liebste Alice, wenn du diesen Brief liest, bedeutet es, dass meine Krankheit gewonnen hat und ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Sei bitte nicht traurig, Liebes, ich habe ein gutes und erfülltes Leben gehabt. Einzig der Umstand grämt mich, dass du jetzt ganz alleine bist und mit Gott weiß wem wirst leben müssen. Bei einer unbekannten Familie, ich habe kein Vertrauen mehr in staatliche Institutionen, nicht nach dem, was sie auf schändliche Art mit deinem Vater, wie sie auf schändliche Art mit deinem Vater umgesprungen sind. Doch sei tapfer, mein lieber Engel, du kennst das Geheimnis, das dich mit den Seelen der Toten sprechen lässt, deswegen werden wir vielleicht bald schon wieder miteinander reden. Deine Tante. Okay, interessant. Alice verbrachte ihre Kindheit bei ihrer Tante, bis diese... Und dann konnte sie mit den Toten reden? Interessant. Noch was? Brief von Alice Freunden. Liebste Alice, ich muss gerade an dich denken und das hat mich an die Vergangenheit erinnert. Wie du ja weißt, mache ich mir so viele Sorgen. Jedes Mal, wenn du zu einer neuen Pflegefamilie geschickt wurdest, hatte ich gehofft, dass du glücklich wurdest. Aber Menschen können grausam sein, nicht wahr? Es macht mich richtig wütend, wenn ich an dein damaliges Leben denke.
So unglücklich in jeder neuen Familie, wie man dich kaum als Familienmitglied behandelt hat, sondern vielmehr als eine Dienerin. Du musstest so viel Leid ertragen. Doch jetzt will ich dir mit dem allergrößten Freude zum 21. Geburtstag gratulieren. Damit hast du es überstanden, der ganze Schrecken liegt jetzt hinter dir. Du bist eine erwachsene, unabhängige und wunderhübsche junge Frau. Ich wünsche dir ab sofort das Leben, das du schon immer verdient hast, mit all dem Glück, das nur irgendwie möglich ist. Deine Freundin Anna. Alice war bei keiner ihrer Adoptionen. Der kann sich natürlich am besten mit meiner guten Tochter, der guten Kate, identifizieren, weil Kate ist ja auch adoptiert. Steh früh auf, obwohl das Licht in seinem Zimmer für gewöhnlich bis in die Morgenstunden an ist. Er hat immer wieder Arbeit für ein Straßenkind. Ich glaube, der Junge heißt Wiggins. Sein Freund Dr. Watson ist in der Nähe. Sie scheinen sehr eng befreundet zu sein. Auch wenn er niemals mit der Polizei zusammenarbeitet, genießt er den Respekt von Inspektor Lestrade. Na gut, Kate ist so reizend, so ehrlich und so naiv, aber Holmes verbringt keine Zeit. Holmes mit Sie spioniert mir. Das war mir beinahe klar. Und ein Schlüssel. Und ein Schlüssel habe ich gefunden. Kann ich mir das Bett hier angucken? Offenbar hat Alice seit längerem nicht mehr hier gewesen. Ja, die ist Spionin. Spionin. Alice scheint hier in diesem Stuhl zu schlafen. So unbequem er auch aussehen. Na, weil dann da wahrscheinlich die gute Dings da drin schläft, die gute Kate. Oh, was ist das denn? Das ist ein Beruhigungs- Oh, das ist ja furchtbar. Was ist das denn für eine... Kann ich daran jetzt riechen? Geruch prüfen? Geruchlos. Ja, dann Geschmack prüfen. Aber wahrscheinlich... Sterbe ich jetzt da dran? Schmeckt sehr. Ich hoffe, ich sterbe aber nicht da dran. Schmeckt sehr bitter. Ist bitter und... Geruchlos, schmeckt bitter. Das ist ein Oh, jetzt muss ich schnell sein, damit ich nicht... So. Jetzt kann ich hier... Kann ich aufmachen? Ah, was ist das? Sie hat ein Geschenk für Kate. Okay, das machen wir natürlich nicht auf. Sie hat sich an ihren Geburtstag erinnert. Frauen sind gut bei so etwas. Ja, aber Frauen haben ja auch alle Elefantengedächtnisse. Die können sich an alles erinnern. Andere Anekdote. Meine liebe Frau Mutter, ich wollte mal irgendwas kaufen, sozusagen. Und meine Mutter hat mir, als ich, weiß ich nicht, 10 war, hat die mir mal 10 Mark, damals gab es, glaube ich, noch Mark, glaube ich, ja, zugesteckt. So. Und ein Jahr oder anderthalb Jahre später wollte ich mir wieder was kaufen. Und dann sage ich, Mama, ich will das unbedingt haben. Und dann sagt sie so, aber ich habe kein Geld. Und dann sagt sie, was ist denn mit den 10 Mark, die ich dir erst vor kurzem gegeben habe? Sag ich, Mama, das ist doch schon 3 Jahre her. Ja, was hast du mit dem ganzen Geld gemacht? Und so weiter und so fort. Naja, so sind Frauen eben. Also, Alice hat die Maschine erst vor Mütter halt sind ja auch Frauen. Meistens. Meistens sind Mütter Frauen. You don't say. You don't say. You don't say. Who was it? He didn't say. Ja, aber das kann man sich auch irren, ne? Did you just assume my gender? Der nächste Brief. Sehr viel gelesen heute. Sehr geehrte Dame, vielen Dank für Ihre letzte Hemdlieferung für meine Cousine. Sie sind vorzüglich. Wie ich bereits erwähnt hatte, werde ich an diesem Samstag zum Hochzeitsfrühstück von sehr lieben Freunden gehen. Da muss ich umwerfend aussehen. Von daher müssen Sie mein Kleid bitte bis spätestens Freitag fertigstellen. Ich werde es dann am Morgen abholen lassen. Interessant. Okay, die gute Kate verdient sich also was dazu. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, hier ist aber fein. Oh, hier kann man auch wirklich jetzt viel sich angucken. Wer ist das? Wer ist das? Sarah de Bouvier ist Alice' Mutter. Das heißt, die heißt gar nicht Sarah. Das ist wahrscheinlich, Irene Adler, nehme ich jetzt einfach mal an. Spiritualism und... Ein seltsamer Buch. Spiritualistik und Physical Research. Was ist das? Ein Certificate. Ihr vollständiger Name lautet Alice Floella. Warum haben solche Leute sowas auf dem Platz so rumliegen? Sagt der Motto, hier kannst du jeder finden und damit meine wahre Identität kennen. Na egal. Liebe Mrs. de Bouvier, ich wollte Sie informieren, dass ich Ihren Mietvertrag vorbereitet habe. Sie können ihn abholen, wann Sie möchten. Mir ist jeder Abend unter der Woche recht. Mrs. Hudson, Vermieterin. Sie hat den Nachnamen ihrer Mutter benutzt, um diese Wohnung zu mieten. Hamilton heißt sie eigentlich in Wirklichkeit. Interessant. Ich bin ein Vampir. Ich spiegel mich nicht in diesem Spiegel. Kate schläft vermutlich hier. Ach, Kate schläft hier. Okay, na dann schläft sie in diesem Sessel. Warum auch immer sie in diesem Sessel schläft. Oh, jetzt habe ich das Klavier gespielt. Noch irgendwas? Das hier zum Beispiel? Nö, sieht alles nicht... Nö, okay. Ah, ist eine schöne Bude. Ein bisschen duster. Na, wäre jetzt nicht so mein Geschmack. Bisschen duster, aber schöne Bude. Wo geht's hier unten hin? Ah, hier ist das Badezimmer oder was ist das? Oh, ist auch ein bisschen unordentlich, wenn man mich mal fragt. So, und dann geht's hier wahrscheinlich raus und dann...
Dieses Schloss ist recht neu. Da haben wir ja einen Schlüssel. Oh, was vermag sich dahinter verbergen? Popel oder Nazi-Gold? Kommt jetzt Mrs. Du Bouvier? Oh, Falle. Wow! Wow! Will die ihre... Wen will die denn hier wieder beleben? Das ist derselbe Rollstuhl wie der auf dem Bild darüber. Will die ihre Schwester wieder beleben, oder was? Achso, hier bin ich gerade reingekommen. Alter! Louis Napoleon Bonaparte. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier für... Das ist ja creepy. Ich habe richtig gerade Gänsehaut. Das ist richtig ein bisschen creepy. Die ganze Geschichte. Oh, warum? Schau sich einer das hier an. Alice praktiziert Spiritismus. Mit Darwin an der Wand? Charles Darwin, englischer Naturalist und Geologe. Warum denn mit Charles Darwin zusammen? Oh, creepy Puppe. Da unten, creepy Puppe. Creepy Puppe. Chucky die Mörderpuppe. Was sind denn überall die ganzen Fotos? Abraham Lincoln. Warum hat die hier Fotos von ganz vielen bekannten toten Menschen? Das ist ja widerlich. Das ist hier John Wilkes Booth da unten. Nee, das sieht nur so aus. Was ist denn hier? Alter, ohne Flachs. Was ist denn hier los? Kann ich in diesem Buch nicht lesen? Ah, da kann ich noch was machen. Horace Verney. Ein entfernter Vorfahre von mir. Was versucht die hier, die Verrückte? William Hamilton. Na gut, ist ihr Vater wahrscheinlich. Weil die heißt Hamilton. Die will sich an mir rächen. Ich habe ihre Familie kaputt gemacht, die will sich an mir rächen. Ich könnte doch gerade irgendwas machen. Ah, ich kann hier die Schubladen aufziehen. Tote nach Massenselbstmord. 27 Tote in Ceuta, Spanien. Im spanischen Ceuta wurden die Leichen, oder Ceuta, wurden die Leichen von 27 Personen entdeckt, darunter auch 4 Kinder. Viele der Toten, die Mitglieder des Kultes Verehrung der Toten waren, hatten offensichtlich ein Getränk zu sich genommen, das einer tödlichen Mischung aus Zyankali und Beruhigungsmitteln durchsetzt war. Die Polizei konnte nur noch eine junge Frau namens Alice Floella Hamilton retten. Sie blieb zwar unverletzt, steht aber unter schwerem Schock, weswegen sie nicht in der Lage ist, Licht in diese dunkle Geschichte zu bringen. Alles klar. Da ist noch was. Noch ein weiterer Zylinder. Oh. Ist das gruselig? Also Zacharias Bressel ist der Tote aus dem letzten Fall. Nur so. Doch, ich hab's doch aufgeklärt. Was ist das für eine creepy Alte, die da bei uns eingezogen ist? Alice weiß von Zacharias Greystoke, dem Toten vom Bolts Club. Ich habe den Mordfall doch aufgeklärt. What? Ich setz mal den anderen Wachszylinder ein, den ich da habe. Alter, ist das gruselig. Die Alte ist ja... Die ist ja... Aber zumindest benutzt sie kein Ouija-Board. Okay, sie kann wirklich mit den Toten sprechen. Ist ja widerlich. Vater, bist du da? Nein. Wir einigen uns auf Nein. Seid ihr wach da drin? Ja, aber nein! Okay, wir entscheiden uns auf lustig. Doch, nein, wir sagen nein. Alice spricht mit ihrem Vater, William Hamilton. Alter, was? Fertig. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit zu gehen. Wir haben ja nur die ganze die creepy Wohnung hier. Na klar. Und bei der lassen wir unsere Tochter. Na, jetzt ist aber gut hier. Da gehen wir mal raus. Vor allem fällt das überhaupt nicht auf, wenn wir die ganzen Dinger genommen haben? Ich will darüber. Oh, dann mach ich's halt über die andere Ecke. So. Finden Sie heraus, wer hinter. Verkleiden sich als Bandit und versuchen. Okay. Dann geht's jetzt ins Green Dragon. Und was haben wir hier? Was müssen wir machen? William Hamilton. Er starb im Jahr 1880. Na gut, da müssen wir eine Zeitung natürlich finden. Anna Flynn, eine junge Frau mit einem ungewöhnlichen Hobby. Offensichtlich glaubt sie daran, dass sie mit den Toten kommunizieren kann. Sie verdient sich ihren Lebensunterhalt als Schneiderin. Offenbar schläft sie nicht gut. Sie nimmt Beruhigungsschlafmittel. Sie ist heimlich tuerisch. Sie hat ihre Wohnung in der Baker Street unter falschen Namen gemietet und verheimlicht auch, dass ihr Vater von ihnen verhaftet worden war, als sie noch ein kleines Mädchen war. Also von ihnen. Der hat mich jetzt als Spieler direkt angesprochen. Na? Okay, dann hauen wir hier ab aus dieser Bude. Ist ja gruselig. Wir gehen hier weg. Ich will hier nicht mehr. Ich will hier. Das ist.
Das ist alles weg hier. Raus hier, liebe Freunde. Bloß weg hier. Bloß weg hier. Noch schnell in der Zeitung geguckt und dann aber bloß weg hier, liebe Freunde. Und dann müssen wir uns als Bandit verkleiden. Das machen wir am nächsten Teil, liebe Freunde. Bloß weg hier. Das ist ja gruselig. So, wir gucken jetzt hier ins William Hamilton. Wir gucken noch schnell in unser Archiv. Tja. Also, ich bin ja erschüttert. Und Tobi schnarcht im Hintergrund, habe ich so ein Gefühl. Oder ist das hier alle Dings, alle Orson Wild? So, William Hamilton tot. Vier Straftäter hatten, also Fluchtversuch aus dem Newgate-Gefängnis vereitelt. Vier Straftäter hatten vor, durch ein enges Abflussrohr aus dem Newgate-Gefängnis in London zu fliehen. Die Flucht war erstaunlich gut durchgeplant und sollte am helllichten Tag stattfinden, wurde aber letztendlich durch das schnelle und beherzte Eingreifen unserer Polizeikräfte vereitelt. Zwei der Insassen wurden dabei getötet, die beiden Überlebenden dürfen weiterhin ihre Strafe absitzen. Unter den Toten war der frühere Verbrecherkönig von London, William Hamilton. William Hamilton war 1875 bei einem Scotland Yard-Einsatz unter der Leitung von Inspektor Lestrade verhaftet worden. Bei den Ermittlungen, die zu dieser Verhaftung führten, hatte der berühmte Privatdetektiv Sherlock Holmes eine große Rolle gespielt. Nachdem Hamilton verhaftet wurde, wurde seine junge Tochter unter die Obhut ihrer Tante gestellt, weil ihre Mutter bereits verstorben war. Da, gefunden. Krass, okay. Interessant. Interessant. So, ich dachte hier, wer schnarcht denn hier? Ich dachte, hier hat jemand geschnarcht. Und war es am Ende nur Toby. Können wir noch rausgehen? Und steht dann noch der Gute? Nee, der steht gar nicht mehr da. Der gute Orson Wild verkleidet als ich. So, da gucken wir schnell hier rein. Ach, dieses LB. Ich hoffe, ich brauche LB nicht später mal. Finden Sie heraus, genau, verkleiden Sie es als Bandit. Ich muss dringend mir einen neuen Controller kaufen. Wenn ihr einen Xbox One Controller habt, Wireless, ja, könnt ihr ihn auch gern schicken. Ja, schreibt mir eine Mail hier oder schreibt mir was in die Kommentare. Dann geht's hier weitergeht mit den ganzen. Nee, ich muss mir mal dringend einen neuen Controller kaufen. Aber nicht diesen Elite-Controller. Der soll wohl richtig geil sein, der Xbox One Elite-Controller, aber der ist ja auch arschteuer. Gut. Liebe Freunde, dann verkleiden wir uns doch schnell als Bandit. Und dann geht's im nächsten Teil ins Green Dragon. Aber jetzt verkleide ich mich richtig als Bandit, ja, liebe Freunde. Freizeitanzug, Sportkleidung. Nee. Seelsorger, nee, ich will Bandit. Bandit! Ja, so sieht ein echter Bandit aus. So, jetzt müssen wir uns noch schminken. Vielleicht andere Haare. Wie so ein echter... vielleicht einfach nur hier so ein... Ja, sowas hier. Ja, sowas ist cool. Eine Brille? Nein, aber ein Bart noch. Damit wir ein echter Bandit aussehen. Wie sieht ein echter Bandit aus? So? Nee. So. Ah, ich finde den ganz gut. Der ist ganz nice, der Bart. Aber wir nehmen mal hier... Den, der sieht cool aus, so ein Backenbart. Ja, das ist cool. Das nehmen wir. Und so getarnt geht's dann im nächsten Teil, liebe Freunde, ins Green Dragon. Man erkennt uns gar nicht. Wir sind komplett... Niemand erkennt uns. Niemand. Genau, liebe Freunde. Da machen wir dann im nächsten Teil weiter. Wir haben ein bisschen ein paar creepy Sachen über die gute Miss de Bouvier erfahren, unsere Nachbarin. Ich habe ja gesagt, das ist Irene Adler, aber sie heißt Floella Hamilton oder sowas. Sie stammt von einem Verbrecherkönig ab, also ist die Tochter eines Verbrecherkönigs, hat jahrelang in Adoptivfamilien gewohnt, nachdem auch ihre Tante verstorben war. Sie kann irgendwie mit den Toten sprechen, zumindest versucht sie das. Und sie ist mit unserer Tochter Kate im Zoo. Keine gute Kombination, aber wir müssen erstmal einen Fall aufklären, und zwar den der Bombe in unserem Apartment hier in der Baker Street. Das machen wir im nächsten Teil. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr kommentiert und liked, liebe Freunde. Und falls ihr noch nicht habt, euer Abo abschließt. Viel Spaß beim Internet. Wir sehen uns in den nächsten Teil. Macht's gut und tschüss.